Es geht um den Landesvorsitz in der CDU. Er würde gerne kandidieren, aber hat er die Parteispitze noch hinter sich nach den Lobbyismus-Enthüllungen? Darüber beraten Sie heute in Güstrow. Klaus Göbel ist für uns vor Ort. Klaus, seit 18 Uhr beraten Sie sich. Ist schon irgendwas nach draußen gedrungen? Hat sich jemand vor dein Mikrofon geäußert? Nein, aktuell nicht, seit Beginn nicht. Man sieht das wahrscheinlich hinter mir, hinter verschlossenen Fenstern wird getagt. Und die Stimmung hier bei der CDU, die ist nicht wirklich gut. Philipp Amthor kam mit einem Lächeln im Gesicht. Wir können uns das mal angucken, kurz. Herr Amthor, wie geht's Ihnen? Guten Abend, nach der Sitzung sprechen wir. Danke. Tja, das war kurz und bündig, will er auch machen nachher. Wir haben auch noch mal nach der Stimmung gefragt, einige CDU-Politiker, so zum Beispiel Wolfgang Waldmüller, den CDU-Generalsekretär. Ich glaube, dass hier keine einzige Frage offen bleiben wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das dass jemand das nicht wissen müsste, weil es geht ja schließlich um was. Es geht um darum, ob Philipp Amthor für die Zukunft Landesvorsitzender sein kann oder ob es nicht sein kann, wie die Stimmung dazu ist. Und dazu muss man alles wissen. Ja, wir wollen natürlich auch gleich alles wissen. Gegen 20 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Da wird Herr Amthor dann eben auch sein, hat er ja versprochen. Und wird auch Journalisten dann mal Rede und Antwort stehen. Klaus, wie muss man das einschätzen? Kann jemand wie Philipp Amthor, der dem vorgeworfen wird, bestechlich zu sein und der mit dem Vorwurf noch nicht gänzlich aufgeräumt hat, so überzeugend auftreten, dass er wirklich noch Landesvorsitzender werden kann? Ich persönlich glaube, nein, das kann man nicht. In der CDU selbst gibt es zwei Lager. Die einen sagen, Amthor ist wirklich nicht mehr zu halten nach dieser Lobbyismus-Affäre, nach seinen Luxusreisen. Keiner weiß bisher, wer die bezahlt hat. Und ein anderes Lager, also halbe-halbe ist das innerhalb der CDU, sagt, doch, irgendwie kriegen wir das mit dem Philipp noch hin. Klaus Göbel war das für den Moment. Vielen Dank. Wir schauen mal, was da heute Abend noch passiert.